Kind oder in ihrer Kindheit in der DDR für die Mitarbeit bei der Stasi verpflichtet haben. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber vielleicht in diesem Buch im Jahr 2015, kann man ja sagen, haben Sie so reinen Tisch gemacht und mit Ihrer Vergangenheit aufgeräumt oder die transparent gemacht. Und darin gab es ein Kapitel, das Geheimnis, wo Sie auch über Ihre persönlichen Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gesprochen haben. Warum haben Sie das dann in dem Buch überhaupt angesprochen? Bestand denn da eine Notwendigkeit für Sie, das zu tun? Naja, Sie haben ja auf die erste Geschichte verwiesen. Und zuerst wurde ich 2002, das ist also schon sehr lange her, sage ich mal, mit meiner Familiengeschichte konfrontiert. Ich bin in einem Elternhaus groß geworden, das sehr eng inoffiziell mit dem Ministerium für Staatssicherheit, sagen wir es ganz kurz, mit der Stasi kooperiert hat. Ich bin mit diesen Menschen groß geworden. Ich bin auf dem Schoß dieser Menschen groß geworden. Und irgendwann hat die Stasi sich halt auch in den Kopf gesetzt, aus mir irgendetwas zu machen. Aber natürlich nicht offiziell, sondern in sehr jungen Jahren als Minderjährige, als 14-Jährige eine Verpflichtungserklärung für die Staatssicherheit. Und öffentlich damit konfrontiert, war ich eigentlich überfordert, auf diese Geschichte einzugehen, weil ich immer wusste, auch wenn ich das nach 1990, Sie haben das so ein bisschen lustig gesagt, unerschrockene Politikerin, die immer ihren Mund aufmacht. Grüne Haare hatte ich auch noch, also bin immer sehr auffällig, auch visuell gewesen. Ich war überfordert, 2002 mit diesen ganzen Geschichten aufzuräumen, mich quasi meiner Vergangenheit zu stellen. Und meine Vergangenheit ist in diesem Fall nicht einfach nur eine Stasi-Geschichte, resultierend aus einem, sage ich mal, stasinahen Elternhaus, sondern ist eben auch die Erfahrung sexualisierter Gewalt im Elternhaus. Und ich wusste immer, dass die eine Geschichte von der anderen natürlich nicht getrennt zu betrachten ist. Weil, wenn man sowas erfährt, ist man immer auf der Suche nach Menschen, die einem nicht wehtun, um es ehrlich gesagt mal so auszudrücken. Und die Staatssicherheit. Hallo from Yushan in China. Welcome to the first round of the World Open. It's the first of five major events being played in China. Die mir im wahrsten Sinne des Wortes nicht wehgetan haben. Thank you, ladies and gentlemen. The first frame. Lucas Kleckers. Keine sexualisierte Gewalt, aber Kinder und Jugendliche zu benutzen, ist nichts anderes als Missbrauch. Und dieser doppelte Missbrauch in meinem Leben, so will ich das mal zugespitzt formulieren, der hat mich natürlich geprägt. Und 2002 war ich nicht in der Lage. Ich hatte dieses Leben in meinem Verständnis hinter mir gelassen. Und das Buch, was Sie angesprochen haben, mit diesem Buch war klar, jetzt werde ich alles auf den Tisch legen. Alles, was zu dieser Geschichte dazugehört. Das meinte ich so ein bisschen andeutungsweise, dass mein Weg, dass wir heute so offen über dieses Thema reden können, mit Sicherheit kein leichter war, aber ein Weg, der sich gelohnt hat. Und das möchte ich natürlich auch am Ende in dieses Gremium Betroffenenrat mit einbringen. Wer, wenn nicht wir, die wir selbst... Okay, doch noch wesentlich zu kurz, okay. Haben, krass. Willkommen zu sein, sprechen zu können. Haben dann nicht am Ende auch, so schrecklich eigentlich diese Formulierung ist und dennoch ist sie wahr, Expertise zu diesem Thema. Wenn wir ja bei diesem makaberen Wort Expertise bleiben, Sie haben es schon angedeutet, Sie haben im Elternhaus sexualisierte Gewalt erlebt. Was waren das für Übergriffe? Wer hat Ihnen das angetan? In meinem Falle ist es mein Stiefvater gewesen, wobei man, das kann man ja auch im Buch nachlesen, auch schon mein leiblicher Vater, ja, ich würde sagen, ein Sadist gewesen ist. Also schon dort habe ich sehr viel körperliche Gewalt erfahren. Also, keine Ahnung, hat meine Hand auf die heiße Herdplatte gelegt, um dann zu fragen, ob ich jetzt wüsste, ob die Herdplatte heiß sei. Das nur eine sozusagen kleine Geschichte. Und mein Stiefvater, das sind dann sozusagen die Erfahrungen von sexualisierter Gewalt mit ihm gewesen, also im Familienkontext, im vertrauten Umfeld, im Künstlerumfeld. Mein Stiefvater ist Sänger gewesen am Theater in Greifswald und in diesem Umfeld hat das stattgefunden. Sie haben, während Sie Lesungen aus dem Buch gemacht haben, Sie über Ihre Stasi-Geschichte ganz offen sprechen können, haben auch sehr detailliert darüber geschrieben, über die sexualisierte Gewalt, die Sie erfahren haben, gibt es drei Seiten in dem Buch und Sie haben auch, haben Sie mir erzählt in unserem Vorgespräch,
während der Lesungen oder so immer gesagt, dazu möchten sie keine Fragen beantworten, zu allem anderen gerne, well, aber darüber möchten sie nicht sprechen. Warum und wie ist es jetzt in diesem Interview darüber zu sprechen? One. Naja, 2015 war ein Schritt, mit diesem Buch in die Öffentlichkeit zu gehen, und für mich war das ein Riesenschritt, ganz ehrlich. Die Geschichten, über die wir heute reden, das sind die Geschichten, die in meiner Kindheit und Jugend stattgefunden haben. Und 2015 war ich soweit. Yo, what should I say? I don't really know what to say. Ruin your idol, I'm glued to the Bible and my rifle. Losing your title instead of shooting you, suing for libel. Let everybody hate me cause I stay true to the facts. The Ku Klux Klan hate me more than Jews and blacks. Hallo? Nice position on the black. 14. So habe ich mir den ersten Film nicht vorgestellt. Nice. Jetzt können sie bitte. Oh, könnte auch reinkommen. 37. Na gut, jetzt mit Blau weitermachen. 38. Hmm. 43. 44. So, aber jetzt. Nach der wird's schwer. Oh, can you believe it? Ja, das überlässt er mit. Ich mir der Arsch. Was bist du für ein kleiner hässlicher Bastard, Mann? David Gilbert, 44. Selbst mit viel Fantasie würde ich hin. Sieht dünn aus, sieht. Und die Nachfolge wird dann ohne Qualle toll. So machen. So, na, hoffen, dass wir dann noch blau liegen bleiben, aber wir haben dort so einen Haufen Karambolagen mit drin. Sieht gut aus, obwohl. So. He's taking it on. Well, an excellent pop. One. Ist jetzt so scheiße, dass der die schwarze dort hochgelegt hat. Blau, dann die. Dann müssen wir halt sehen, dass wir uns dann. Thank you.
der können wir eigentlich relativ easy spielen. Wir müssen ein bisschen an die Bande hinterlaufen. Dass wir den oben anspielen. Dadurch, dass ich das... Kann ich den damit hoch? Ach Quatsch. Nein. Oh Gott, da muss ich da auch noch aufpassen, ey. Just wants to sink this into the left corner pocket. Genau, das... That's a top shot. Seven. So, this pot into the right corner. In it goes. Ten. To drop into the center pocket. Oh Gott, der kommt zu kurz, der kommt zu kurz, der kommt viel zu kurz, der kommt doch viel zu kurz. Scheiße. 11. Ich wollte den eigentlich über die blaue drüber holen. Blaue mittig wird zu unkalkuliert, glaube ich. Es ist zu spitz und die Weiße läuft hinten. Es ist auch nicht perfekt. Ich muss aber viel, viel weiter kommen noch. Also muss halt richtig weiter noch. Marsch! So probieren, ich meine. Ich muss dann in Safety spielen. He's aiming for the left corner here. Nein, nicht in die schwarze Ace. Ich bin so ein selten dummer Hund, jetzt snooker ich mich schon selber, oder? Komm ich hier hinten. So müssten wir halt in den Pulk reinkommen. Genau das war eben mein Problem, dass ich das mit der Weißen nicht gut getimt gekriegt habe. Reicht das? Das wird auch knapp. Habe ich jetzt einen Knick in der Optik oder läuft die dann sogar noch links an den roten vorbei? Nummer 40. Wir müssen eh, dürfen dort eh nicht zu viel. So. Mal gucken. He doesn't want to play this with too much pace. Ja, hast recht, ich weiß. Ich darf das nicht overpacen hier. Okay, gut.
Aber war zu, schon zu hart. Lucas Kleckers.